Bilder von abgestellten Flugzeugen haben wir in den letzten Monaten alle mehr als genug gesehen. Aber eine besondere Geschichte von einem Airbus, der am Flughafen Düsseldorf geparkt ist, die schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Je nachdem, an welchem Flughafen man sich so umschaut, findet man mehr oder weniger traurige Fotos von abgestellten Flugzeugen. Während einige von denen fein säuberlich in den sogenannten Long-Term-Storage-Zustand überführt wurden und unter fein säuberlicher Einhaltung aller herstellerseitigen Wartungsintervalle in einem nahezu flugtauglichen Zustand gehalten werden und damit natürlich auch in einem wertvollen Zustand gehalten werden, rotten andere Flugzeuge gefühlt einfach nur so vor sich hin. Man kann auf jeden Fall sagen, dass abgestellte Verkehrsflugzeuge zum aktuellen Zeitpunkt logischerweise nicht mehr den Wert haben, den abgestellte Verkehrsflugzeuge noch vor einigen Jahren hatten. Bei gewissen Flugzeugtypen wie dem Airbus A320 zum Beispiel war der Markt an abgestellten Flugzeugen quasi dauerhaft leergefegt, weil irgendwo auf der Welt noch irgendeine Fluggesellschaft zu finden war, die etwas mit diesem Flugzeug anfangen konnte. Das ist heute natürlich bei ganz vielen Flugzeugtypen und damit bei ganz vielen Flugzeugen nicht mehr der Fall. Bei einigen von den Dingern könnte man sogar meinen, die hat man einfach komplett vergessen. Ich erinnere an das Video der alten Airbus A330 aus dem Besitz der Thomas Cook UK, welche nach der Insolvenz des Unternehmens quasi einfach so in Manchester vor sich hin vegetierten. Oder ein anderes Beispiel: Lufthansa hat über 20 Langstreckenflugzeuge am Flughafen in Teruel abgestellt. Die Dinger sind zwar alle sauber eingepackt und befinden sich im Long-Term-Storage, das hat nichts mit den Thomas Cook A330 von eben zu tun, allerdings sind das moderne Langstreckenflugzeuge. Beim Airbus A340-600 mit einem Durchschnittsalter von etwa 15 Jahren und beim Airbus A380 mit einem Durchschnittsalter von ungefähr 10 Jahren. Da ist es schwer vorstellbar, dass diese Flugzeuge mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weder bei Lufthansa noch, so sieht es zumindest zum aktuellen Zeitpunkt aus, bei irgendeiner anderen Fluggesellschaft auf der Welt irgendwann wieder zum Einsatz kommen werden. Einige von diesen ehemaligen Lufthansa Airbus A340-600 sind natürlich auch schon längst verschrottet. Beispiele gibt es wirklich mehr als genug. Außerhalb dieser extra für solche Zwecke aus dem Boden gestampften Flughäfen stehen dann aber meist die ganzen Flugzeuge geparkt, die man definitiv irgendwann nochmal gebrauchen kann. Zum Beispiel stehen am Flughafen von Palma de Mallorca eine ganze Menge British Airways A320 im Long-Term Storage. Oder am Flughafen Düsseldorf stehen viele A320 oder viele Flugzeuge von Condor und Eurowings geparkt. Dort gibt es eben etwas Platz und vor allem gibt es dort die entsprechenden Wartungseinrichtungen der jeweiligen Fluggesellschaften, um möglichst zuverlässig und einfach die schon eben angesprochenen Wartungsintervalle einzuhalten und die Flugzeuge im Fall der Fälle möglichst schnell wieder an den Start bringen zu können. Ein Airbus auf dem Vorfeld des Flughafens Düsseldorf tanzt dann aber doch nochmal so ein bisschen aus der Reihe. Das ist ein Airbus A330-200, welcher offensichtlich nicht mehr im Dienste einer Fluggesellschaft steht, auch wenn der ehemalige Betreiber Virgin Atlantic nicht sonderlich schwer auszumachen ist. Aber dieses Flugzeug sieht ein bisschen traurig aus für einen Airbus A330-200 und auch ein bisschen traurig für ein Flugzeug, welches am Flughafen Düsseldorf geparkt sein soll. Also die Maschine ist dreckig, abgeklebt und hat keine Triebwerke mehr und sieht wirklich nicht so aus, als würde es bald wieder in die Luft gehen. Was man dabei auf den ersten Blick nicht wirklich gut erkennen kann, Düsseldorf könnte man quasi als Zuhause dieses Airbus A330-200 bezeichnen. Und dafür gehen wir mal zurück auf Anfang. Denn über das noch immer auf das Heck der Maschine gepinselte Kennzeichen lassen sich natürlich alle wichtigen Infos über das Flugzeug, über die Historie des Flugzeuges herausfinden. Das hier ist der Airbus A330-200 mit der Seriennummer 403. Damit kann man natürlich nicht so sonderlich viel anfangen. Das erste Flugzeug der Airbus A330-Baureihe flog zum allerersten Mal im Jahr 1992. Heute befindet man sich bei diesen Seriennummern knapp unter der Zahl 2000. Und damit sind wirklich alle Flugzeuge der A330-Baureihe abgedeckt, also die 200er und 300er Variante, die Frachter und auch der Airbus A330neo. Damit lässt sich die 403 ein bisschen besser einordnen. Dieser Airbus A330-200 ist mit seinem Erstflug im April 2001 heute etwas über 20 Jahre alt. Bei Virgin Atlantic war dieser Airbus A330 allerdings erst ab März 2018 aktiv im Dienst. Ursprünglich ausgeliefert wurde das Flugzeug als Delta Alpha Lima Papa Alpha an, ihr ahnt es schon, LTU. Die Fluggesellschaft setzte damals ab 1994 den Airbus A330 auf der Langstrecke ein, damals allerdings noch in der größeren Variante als Airbus A330-300 als Ersatz für die MD-11.
welche das Unternehmen kurz vor der Jahrtausendwende verlassen mussten. 1994 bis 1996 und eine weitere Maschine auch noch 1998 wurden dann 7 Airbus A330-300 in die Flotte der LTU aufgenommen. Ein 8er A330-300 kam dann nochmal ein paar Jahre später dazu, das ist aber jetzt nicht weiter wichtig. Im Zeitraum von 2000 bis 2002 verließen dann auch noch die Boeing 767 die LTU und dafür kamen dann im Gegenzug ab, wie gesagt, 2001 die Airbus A330-200 in die Flotte, angefangen eben mit der Papa Alpha, mit diesem Airbus A330-200. Ferienflieger-like waren diese Flugzeuge natürlich mit einer ganzen Menge Sitzplätze ausgestattet. 18 Sitze in einer aus heutiger Sicht natürlich recht überschaubar beeindruckenden Business Class bei LTU. Dahinter dann ganze 305 Sitzplätze in einem A330-200 in der Economy Class, in einer für den A330 üblichen 242 Bestuhlung. Nur mal so als Beispiel, wie man so ein A330-200 auch ausstatten kann. American Airlines hatte, als sie mit ihrem A330-200 noch unterwegs waren, knapp unter 250 Sitzplätze in einem A330-200 und damit über 70 Sitzplätze weniger im gleichen Flugzeug. Aber Linienfluggesellschaft, Langstrecke, andere Fluggesellschaft, andere Zeit, andere Zielgruppe. LTU setzte damals diesen bestimmten Airbus A330-200, die Papa Alpha, mit 6 weiteren Maschinen des Typs ein. 2005 und 2006 kamen dann nochmal 2 weitere brandneue Airbus A330-200 dazu und all diese Flugzeuge waren damals geleased. Die Papa Alpha gehörte erst einmal einem Leasinggeber mit dem Namen CIT. Wenig später, im Jahr 2008, gehörte das Flugzeug dann dem Unternehmen BBAM. Jetzt wissen wir aber alle, was mit LTU damals passiert ist. Air Berlin hat dann irgendwann übernommen. Der Name LTU verschwand vom Markt. Die Papa Alpha hatte ungefähr bis 2009, Mitte 2009, noch so eine Mischlackierung aus Air Berlin und LTU-Farben drauf. Und ganz offiziell ging das Flugzeug dann im März 2009 an Air Berlin über. Und dort flog die Papa Alpha dann aus Düsseldorf und Berlin je nach Saison auch wieder hauptsächlich Urlauber von A nach B. Wenig später dann auch mit neuem Air Berlin Interieur. Keine 10 Jahre später hat es dann ja aber auch die Air Berlin zerlegt. Letzter Passagierflug im Oktober 2017. Die Papa Alpha hat die Fluggesellschaft ganz offiziell gut 2 Wochen vor dem bekannten letzten Passagierflug von München nach Berlin verlassen und stand seitdem geparkt am Flughafen Frankfurt-Hahn. Das Ganze bis Januar 2018. Und jetzt schließt sich schon so ein bisschen der Kreis. Danach ging das Flugzeug dann eben nach Großbritannien zur Virgin Atlantic. Die haben das Flugzeug allerdings nicht gekauft, sondern ebenfalls, genauso wie es zuvor auch Air Berlin getan hat, geleased von BBAM. So, und diese 4 Airbus A330-200, die Virgin Atlantic von Air Berlin übernommen hatte, waren jetzt aber nicht Teil einer langfristigen Flottenstrategie, kein Upgrade in der Flotte oder irgendwie sowas, sondern vielmehr eine kurzzeitige, verlässliche Zwischenlösung. Eine günstige Zwischenlösung für die Zeit, die Boeing bzw. vielmehr Rolls-Royce brauchte, um die Probleme mit den Triebwerken der Boeing 787 in den Griff zu bekommen, wovon Virgin Atlantic mit ihren Dreamlinern ja definitiv betroffen war. Und somit war von Anfang an ein 12-Monats-Leasing die Idee. Mit der Option, dieses Leasing auf einen längeren Zeitraum flexibel zu erweitern. Die ehemaligen Air Berlin A330-200 und damit auch die ehemalige Papa Alpha waren somit als Zwischenlösung bei den Engländern platziert, mit dem ehemaligen Air Berlin Kabinenprodukt. Das Interieur wurde dann zwar nochmal im Februar 2019 überarbeitet, allerdings auch nicht sonderlich aufwendig. Der ehemalige LTU bzw. Air Berlin A330 bekam dann noch eine Virgin Atlantic Premium Economy Class, aber die Freude darüber hielt ja jetzt auch nicht sonderlich lang. Denn mit dem neuen Jahr, mit dem Jahr 2020, kam dann auch Coronimoni und damit ein weltweit nur sehr eingeschränkt möglicher Flugverkehr. Den A330-200 brauchte man, die Zwischenlösung brauchte man bei Virgin Atlantic, demnach jetzt erst einmal nicht mehr. Die ehemalige Papa Alpha war dann ab März 2020 erst einmal in Doncaster und wenig später dann in Manchester geparkt und das für mehrere Monate. Jetzt war es ja aber so, dass man für diese Zwischenlösung eben nur sehr kurzfristige Leasingverträge abgeschlossen hatte, sehr flexible Leasingverträge abgeschlossen hatte und somit kam man auch schnell aus der ganzen Nummer wieder raus. Das heißt, man konnte das Flugzeug sehr zügig, als man es jetzt nicht mehr benötigte, an den Leasinggeber zurückgeben. So, und wie kommt das Flugzeug jetzt zurück nach Düsseldorf? Na, in Düsseldorf kümmerte sich zuletzt, zu Zeiten der Air Berlin, die Air Berlin Technik um die Airbus A330 der eigenen Fluggesellschaft und somit auch um die ehemalige Papa Alpha.
Vielleicht erinnert sich der eine oder andere auch noch dran, im Zuge der Air Berlin-Insolvenz musste dann damals auch die Zukunft der Air Berlin Technik GmbH in einem Insolvenzverfahren geklärt werden. Zeitfracht und Najak Aircraft Services haben damals übernommen, haben damals auch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernommen und haben damals eben auch einige Aufträge und Aufgaben übernommen. Ohne genauere Details zu kennen, ihr wisst, ich freue mich an dieser Stelle mal sehr über irgendwelche Insider-Infos in den Kommentaren. Vielen Dank an euch. Blieb die Papa Alpha also außerhalb dieser Virgin Atlantic-Geschichte für Wartungsarbeiten ein gern gesehener Gast in Düsseldorf. Denn dort kennt man das Flugzeug, dort wurde das Flugzeug als Air Berlin bzw. LTU-Maschine jahrelang gewartet und fit gehalten. Und mit der Leasingrückgabe, offiziell im September 2020, war dann auch klar, das war es erstmal mit diesem Airbus A330. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, hä, so ein A330-200, so ein modernes Flugzeug, wie kann man das Ding jetzt nicht mehr gebrauchen? Naja, man unterschätzt das schnell. Coronimoni, wer soll das Flugzeug jetzt gerade gebrauchen können? Und zweitens, ein Airbus A330 oder auch eine ältere Boeing 777. Das klingt zwar sehr brauchbar und modern, ist es oft aber nicht. Auch diese Flugzeuge werden älter und sich als Fluggesellschaft jetzt in dieser Zeit günstig irgendeine Langstreckenflotte aus ehemaligen Air Berlin A330 zusammenzustellen, klingt zwar schön einfach, ist es aber nicht. Die Flugzeuge sind unabhängig von ihrer Kabinenausstattung technisch unterschiedlich konfiguriert, unterschiedlich gewartet, im Vergleich zu modernen Flugzeugen nicht sonderlich performant und gerade speziell im Falle dieser saisonal auch gerne mal auf Mittelstrecke eingesetzten Air Berlin A330, und das ist wirklich nicht zu unterschätzen, die Dinger sind vollgespult mit Cycles. Das bedeutet aufs Einfachste runtergebrochen, ein Air Berlin A330 hat deutlich mehr Landung, hat deutlich häufiger seine Druckkabine aufgepumpt bekommen, als irgendwelche anderen A330 in den letzten 20 Jahren bei irgendwelchen anderen Fluggesellschaften, wo die Dinger nur auf der Langstrecke unterwegs waren. Und damit ist für diesen speziellen Airbus A330-200, für die Papa Alpha in Düsseldorf jetzt nach 20 Jahren Schluss. Und das Flugzeug wird jetzt wohl vor Ort verwertet, in Einzelteile zerlegt und definitiv nicht mehr fliegen. Und so ist es ja irgendwie doch ganz schön, wenn man dafür was übrig hat, dass dieser alte LTU-Airbus dort sein Ende findet, wo alles angefangen hat. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Schaut gerne auf aeroshopgermany.com vorbei. Dort gibt es noch immer die Blueprints. Die werden auch erst einmal weiterhin verfügbar bleiben. Ich habe es im Livestream schon einmal gesagt. Wir kriegen das auf jeden Fall hin, dass der Shop dauerhaft für euch online bleibt. Dort gibt es den Airbus A380, den ihr gerade gesehen habt, als Blueprint. Oder für die LTU-Leute auch die MD-11. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für euren großartigen Support. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Und tschüss. Weder bei Lufthansa noch, so sieht es zumindest zum aktuellen Zeitpunkt aus, die ersten bald mal wieder in die Luft gehen. Dann kam noch ein weiterer 1998 dazu. Als Beispiel, was man... Und damit mehr als 70... LTU setzte damals diesen bestimmten Airbus A302 und Najak Aviation Services übernommen. Was laber ich denn da? Und mit der Leasingrückgabe im September 2009. Beisetzung von Prinz Philipp live. Na gut.